Hallo liebe Basketballfans, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der All-Star Break ist vorbei, wir haben jetzt auch fast die Hälfte der Saison durch und schauen wir doch mal, wie es in der Tabelle in der NBA aussieht und vor allem, wer heute Abend spielt und in der Nacht auf morgen. Bis gleich! Oddspedia, the Sports Betting Community. Und wie auch vor dem All-Star Break schauen wir uns erstmal die Tabellenstände an. Ich habe jetzt mal hier eine andere Tabelle mitgebracht. Für die, die NBA nicht so verfolgen, seht ihr zwischen Platz 7 und 10. Das ist so hellblau eingefärbt. Warum? Naja, mittlerweile durch die verkürzte Saison kann auch der 9. und 10. noch in die Playoffs kommen. Also nur die ersten 6 jeder Conference sind sicher dabei. Und dann gibt es ein Play-In-Tournament, wo der 7. gegen den 10., 8. gegen 9. spielt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ähnlich wie in der Bubble, wo zumindest der Tabellen-9. ja noch die Möglichkeit hatte, den Tabellen-8. in diesem Play-In-Tournament einzufangen. Ja, wie sieht's aus im Osten? Philadelphia 76ers, die werden wir auch heute sehen und dann ein bisschen noch dazu sagen. Sie sind weiterhin auf Platz 1, mittlerweile aber auf Platz 2 die Brooklyn Nets, die wir heute Nacht nicht sehen werden, die sich jetzt aber auch noch mit Blake Griffin verstärkt haben, der ja von den Detroit Pistons keine Einsatzzeit mehr bekommen hat, auch wahrscheinlich richtig broke ist, also nicht finanziell, sondern vom Körper her, erwarte ich da jetzt keine Leistungssteigerung. Aber allein der Name Blake Griffin, wenn er jetzt als guter Locker-Room-Guy dabei ist, kann er dem Team sicherlich helfen. Brooklyn Nets sind gefährlich. Die Bucks mit einer Sula-La-Saison, sie sind immer noch mit 24 Siegen, 14 Niederlagen voll im Soll. Aber so richtig gefallen hat mir das jetzt nicht. Die Miami Heat hingegen, die werden wir heute Nacht auch erleben, sind mittlerweile auf Platz 4 vorgepirscht. 9 der letzten 10 Partien haben sie gewonnen und dementsprechend auch eine positive Bilanz. Die Celtics auf einem enttäuschenden 5., völlig egal, auf welchem Platz sie sind. Die spielen dieses Jahr leider nicht gut. Hornets und Knicks, meine positiven Takes aus dem Osten, die sind beide wirklich mit einer tollen Saison unterwegs und auch New York kann jetzt sich relativ stabilisiert über die 50% oder genau 50% und davon konnte man ja auch nicht ausgehen, haben auch gestern Nacht gegen die Thunder gewonnen, vielleicht habt ihr es gesehen, um 20 Uhr hat es begonnen, ich habe es nur das vierte Viertel gesehen, aber RJ Barrett, der Rookie von dem letzten Jahr, also Sophomore in diesem Jahr, mit einer guten Partie und jetzt auch schon 3 guten Scoring Games in Folge. Dann geht es weiter mit den Hawks. Die sind eins der heißeren Teams. Sehen wir auch gleich noch. Seit Trainerwechsel geht es da auch von den Ergebnissen zumindest ein bisschen besser. Pacers auf der 9 und Raptors sind eigentlich ja, abgefallen in den letzten 2-3 Wochen. Sehr, sehr schade. Wenn wir eine Tabelle weiterschauen, ich lösche das hier einfach mal, dann ist es vielleicht übersichtlicher, sehen wir auch im Westen nichts Neues. Die Utah Jazz weiterhin auf der 1. Dann die Suns aber auf der Position 2. Die haben die beiden LA-Teams von dem zweiten Platz quasi aufgesprengt. Lakers ja jetzt seit ein paar Wochen schon ohne Anthony Davis, auch weiterhin ohne Anthony Davis in mindestens den nächsten 2 Wochen. Sie sind auf der Suche nach einem weiteren Big Man, sind ja mit Marc Gasol nicht so ganz zufrieden als Minuten Lückenfüller sozusagen. Ich glaube, das war aber eigentlich auch absehbar. Der war mehr oder weniger schon letztes Jahr. Dann in der Bubble hat er gerade in den Playoffs den Raptors eigentlich mehr geschadet als geholfen. Hat aber immer noch eben den Namen Marc Gasol und ja, wer ihn nicht kennt, wird sicherlich ein Future Hall of Famer sein. Portland Trail Blazers auf 5 nach den beiden LA-Teams, Nuggets auf 6, so weit, so cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese 6 Teams weiterhin auf den ersten 6 Positionen bleiben. San Antonio Spurs, darf man gespannt sein. Das ist so für mich die Überraschung im Westen, die positive Überraschung zumindest, dass sie jetzt immer noch mit knapp 60% gewonnener Spiele auf der 7 stehen. Sie haben aber auch schon gesagt, sie wollen LaMarcus Aldridge abgeben. Ich glaube, der wird jetzt auch nicht mehr zum Einsatz kommen, sondern sie suchen noch ein geeignetes Team. Bin auch mal gespannt, ob es da am Ende ein Buyout sein wird oder ob er doch noch bei den Spurs bleibt oder ob sie noch einen Gegenwert bekommen. Da ist eigentlich dann alles dazu gesagt. Dallas auf der 8. Trade-Gerüchte von und um Kristaps Porzingis.
Es ist spannend, also ihr wisst ja, Dallas ist mein Team, auch wenn ich jetzt kein Dallas-Shirt an habe, aber es wirkt so ein bisschen, ich kenne ihn jetzt nicht so von den New York Knicks-Zeiten tatsächlich, aber in Dallas kann ich sagen, das Team wirkt mehr oder weniger homogen. Die jubeln alle zusammen und man kann ja von Doncic halten, was man will. Er hat halt schon viel den Ball und macht auch immer noch einige dumme Entscheidungen. Aber wenn alle jubeln, sitzt dann irgendwo in der Ecke Porzingis und weiß nicht, da fehlen so die klassischen Shake-Hands, Abklatscher während des Spiels. Bin ich ein bisschen überrascht, weil ich schon gedacht habe, dass Doncic und Porzingis eher so sind. Aber so kann man sich vielleicht täuschen oder vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Aber auf jeden Fall hat man schon diverse Nachrichten gelesen, dass er auf dem Trade-Block ist oder zumindest so leicht mal angefragt wird, geht da was für den Kristaps, was habt ihr dann da im Angebot? Die Grizzlies auf der 9, Warriors auf der 10. Warriors haben 4 der letzten 5 Spiele verloren, sind ja im Topspiel heute um 21 Uhr zu sehen. Trotzdem mit 19 Siegen und 19 Niederlagen ist das besser als meine Erwartung vor der Saison gewesen ist zum jetzigen Standpunkt. Und nicht vergessen, vor 2-3 Wochen waren sie auch noch unter den besten 8 bzw. 6 Teams. Dann Pelicans, Thunder, Kings, Rockets und die letzten werden vielleicht nicht die Timberwolves am Ende der Saison sein, aber dann halt besser als vorletzter wird es wahrscheinlich auch nicht. Wir kommen also zum ersten Spiel, das sind die Oklahoma City Thunder gegen die Memphis Grizzlies. Jetzt nochmal kurzer Blick auf die Tabelle. Die Thunder, 16 Siege, auch eigentlich viel besser als erwartet. Sie haben eigentlich mehr oder weniger alles auf den Rebuild geschmissen, aber gewinnen doch mehr, als ich zumindest das vermutet hätte. Die Grizzlies spielen ja weiterhin ohne Jackson und Morant macht dieses Jahr auch wieder einen sehr, sehr guten Job. Können sich, glaube ich, jetzt auch nicht beschweren im derzeitigen Stand. Haben hier auch die Favoritenrolle in sich mit sich mit 1-4-4 auch relativ fair bewertet. Beide Teams haben das letzte Spiel verloren. Beide Teams haben aus den letzten 10 Spielen eine 5-5 Bilanz. Der Nachteil ein bisschen von Oklahoma, die haben gestern, wie gerade eben gesagt, gegen New York gespielt und verloren und dürfen heute gleich wieder rein. Dementsprechend sehe ich aber auch hier die Grizzlies definitiv im Vorteil. Wir schauen mal die Scores an, beziehungsweise eine andere Sache noch. Das ist das erste zweites Spiel in dieser Saison. Das erste Spiel gewannen die Grizzlies mit 9 Punkten Abstand. Sehr, sehr viele Punkte, 235. Und wenn wir die Lions anschauen, minus 6, minus 7, minus 5, glaube ich schon, dass Memphis das im Köcher hat, gerade weil es eben ein Back-to-Back von Oklahoma ist. Und von den Punkten, sind wir hier bei einer 220. Gefühlt eher unter. Spiel beginnt um 19 Uhr, also 13 Uhr in Eastern oder US-Zeit. Also nicht sicherlich der angenehmste Beginn, jetzt gerade bei einem Back-to-Back. Ich favorisiere, wie gesagt, hier die Grizzlies mit etwas Low-Scoring beider Mannschaften. Bei den Warriors, schade. Sie haben 4 der letzten 5 Spiele verloren, spielen jetzt gegen den Tabellenersten. Steph Curry spielt wirklich eine bombenstarke Saison. Und auch das Management hat ja schon gesagt, sie werden alles dafür tun, das Team zu verbessern. Sie haben sicherlich gute Spieler dafür. Sie haben potenziell gute Picks in der nächsten Saison, die sie gegebenenfalls traden können. Sie haben den Wiggins, wo man noch nicht so richtig weiß, behalten wir den oder geben wir den weiter. Klar, sie haben Wiseman, wo sie vielleicht einen gestandenen Star für holen könnten. Ist halt die Frage, wer dann dieses Team auf ein nächstes Level heben würde. Ein Bradley Beal wird immer genannt. Auf der anderen Seite ist Bradley Beal, also nicht bei den Warriors genannt, sondern generell, dass er der Superstar ist, der am wahrscheinlichsten getradet werden würde. Aber der sagt eigentlich Tag ein, Tag aus, er möchte bei Washington bleiben. Auch bei den Rockets könnte man sich mal umhören, wenn man an Oladipo glaubt, ob man ihn holen mag. Weiß nicht, ob der derzeit so hilft. Aber kommen wir mal zu dem Spiel. Das ist auch die zweite Partie hier. Die erste haben die Jazz relativ deutlich gewonnen. Von den News war jetzt relativ lang Pause. Hier steht sogar, denken offenbar über Trade über oder für Oladipo nach.
weiß ich nicht genau, ob das dem Team so viel helfen würde, vor allem, weil hoffentlich Klay Thompson irgendwann mal wieder zurückkommt. Also, auf dieses Spiel freue ich mich besonders, weil ich mag die Jazz, ich mag Donovan Mitchell, Mike Conley, Rudy Gobert, Joe Ingles, der sieht irgendwie so aus wie wir alle ein bisschen, also nur mit dem Unterschied, dass er ein paar Millionen in der NBA verdient. Die Line von minus 6 ist gefährlich, denn die Warriors sind ja nicht zu Unrecht hier mit 19-19 auf Platz 9. Die haben jetzt nun gerade eine wirklich schlechte Phase. Da würde ich tatsächlich beim Spread eher auf das Heimteam gehen, auf die Warriors. Glaube aber, dass die Jazz dieses Spiel gewinnen werden. Müssen wir uns noch überlegen. Für die auch eine frühe Uhrzeit, dementsprechend bei zwei Scoring-Teams, die Line bei 229 Punkten, 228,5. Entschuldigung, 230, hier haben wir die Line. Sehr, sehr viel Punkte. Für diese Teams allerdings nicht, da würde ich das Over bevorzugen, muss man auch mal schauen. Bei den Philadelphia 76ers haben wir den Tabellenersten im Osten gegen ein überraschend gutes Team der San Antonio Spurs, die jetzt aber ohne Aldridge spielen und auch DeMar DeRozan ist Day-to-Day. Das ist auf der Kontraseite von San Antonio. Auf der Kontraseite von den 76ers ist, dass Simmons ausfällt. Und, falls ihr es nicht gesehen habt, Joel Embiid hat sich beim letzten Spiel das Knie verdreht. Ich glaube, ein Bone Bruise, also einfach, ich nenne es jetzt mal Pferdekuss, keine Ahnung, im Knie hat er, muss jetzt auch länger aussetzen. Ist schade für das jetzige Spiel oder die nächsten ein, zwei Wochen, wo er aussetzen muss. Aber im Hinblick auf das Große, und das ist ja letztendlich die Meisterschaft und die Playoffs in der NBA, kann ich mir vorstellen, dass diese Verletzung von Embiid gar nicht so verkehrt ist, außer er hat Folgeprobleme danach. Warum? Wir haben eine sehr, sehr anstrengende NBA-Saison, klar auch mit diesen ganzen Safety-Protocols etc. Jetzt sind Simmons und Embiid beide schon beim wegen Corona Safety Protocols hatten jetzt eine längere Pause und dann auch das All-Star-Game deshalb verpasst. Und jetzt ein Joel Embiid noch zwei, drei Wochen weitere Verletzungspause. Ist nicht schön, aber worauf ich hinaus möchte, Embiid ist ein Spieler, der schon immer der jetzt Probleme hatte. Also jetzt nicht schwerwiegende Verletzungen, aber immer kleinere Sachen, die ihn immer mal wieder davon gehindert haben, Back-to-Back zu spielen. Minuten-Restrictions. Als großer Mensch, denke ich mal, der auch so viele Kilos mit spielt und diese Belastung hat, ist das wahrscheinlich gar nicht so verwunderlich. Und jetzt kann er sich vielleicht auch nochmal zwei, drei Wochen mehr ausruhen und kommt dann vielleicht noch umso fitter in die Playoffs rein. Und darum geht es dann am Ende des Jahres oder dieser Saison. Ja, da habe ich die 76ers, stand jetzt auf der 1 im Osten, auch was die Playoffs angeht. Denn die waren schon mal knapp dran, die haben schon mal Blut geschnuppert, wenn man, oder gerochen, weiß ich nicht, wenn ihr das noch im Kopf habt, Kawhi Leonards Wahnsinns-Buzzerbeater im Spiel 7 in den Playoffs war gegen die 76ers. Letztes Jahr waren sie nicht wirklich da, jetzt mit neuen Trainer, mit Doc Rivers, einem stark aufspielenden Seth Curry, sind die das Team to beat. Und da bin ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr gespannt drauf. Bei den Spurs, wie gesagt, Aldridge wird das Team ziemlich sicher verlassen. Die Deadline ist ja am 25. März, habe ich so im Kopf. Und da muss man mal schauen, ob sich irgendjemand für etwas ältere, etwas langsam gewordene Big Mans interessiert. Wir haben hier die Favoritenquote bei den 76ers. Sehe ich jetzt tatsächlich nicht so. Wenn DeRozan spielt, dann denke ich, kann man eher schon mal hier plus 3 auf Spurs gehen. Ohne Embiid, ohne Simmons, nur mit der Firepower von dem Harris und Tobias Harris und Seth Curry, weiß ich nicht. Dwight Howard spielt eigentlich auch nochmal eine coole Saison und sie haben auch attraktive, wilde Spieler in der zweiten Reihe, aber hier würde ich dann tatsächlich den Altmeister Greg Popovich
vorne sehen und auch wegen den potenziellen nicht spielenden Spielern eher auf ein unter 225,5 Punkte gehen. Und damit sind wir beim nächsten Spiel. Das sind die Orlando Magic gegen die Miami Heat. Ihr seht hier 5-mal rot bei Orlando. Es ist sogar schlimmer. Sie haben 7 Spiele in Folge verloren. Eine horrende Verletzungsliste. Und die hat Miami leider auch. Adebayo wird in diesem Spiel fehlen. Bradley wird in dem Spiel fehlen. Und Miles Leonard ist gesperrt. Anscheinend hat er irgendein Online-Spiel gespielt. Ein bisschen antisemitisch geflucht und jetzt muss er erstmal auf ein Bildungsseminar, dass er sowas nicht machen darf. Also sehr, sehr dumme Aktion von Miles Leonard, da hätte man lieber trainiert als online gespielt. Wahrscheinlich war es sogar Fortnite oder irgend so ein Mist. Das spielen ja sehr, sehr viele NBA-Profis. Es gab diese Partie schon einmal, das hat Miami gewonnen, 111-103. Und Verletzungssorgen hin oder her bei Miami, ihr habt gerade gesehen, die haben 9 der letzten 10 Spiele gewonnen, sind jetzt auch schon souverän unter den Top 6 im Osten und die werden auch dieses Spiel gewinnen. Da bin ich eigentlich überzeugt, das ist so das erste Spiel, wo ich mich eigentlich wohlfühle. Die Line ist halt schon wieder gefährlich, NBA 6-7 Punkte ist ja, nicht das Allercoolste, aber kann man mal machen. -7, warum denn nicht? Bei den Atlanta Hawks läuft es zurzeit ganz gut. Die haben 4 der letzten 5 Spiele gewonnen. Einen neuen Trainer, waren ja vorher mit dem Spielstil nicht einverstanden. Aber die Frage ist, warum sind sie nicht besser? Wir haben Trae Young, Clint Capella, Kevin Huerter, auch nicht schlecht, John Collins, auch kein Verkehrter, wird wahrscheinlich auch so ein Spieler sein, der nächstes Jahr seine 20 Millionen plus im Jahr verdient. Von der Bank Gallinari, Bogdanovic ist ja auch wieder von seiner Verletzung zurück, Rajon Rondo. Also das ist schon ein geiles Team. Auf der anderen Seite die Cleveland Cavaliers, die uns alle überrascht haben beim Saisonstart, jetzt aber eher da sind, wo sie hingehören. Bei denen aber dafür eine kleine positive Nachricht am Rande. Kevin Love, nach langer, langer Verletzung sein erstes Spiel vor kurzem gemacht hat, 10 Minuten hat er gespielt. Mal gucken, er sagt selber, er ist in 2 Wochen wieder halbwegs fit. Insofern interessant, weil, ihr habt es schon gehört, am 25. ist die NBA Training Deadline. Das heißt, vielleicht ist er genau dann wieder fit und vielleicht findet Cleveland, wenn sie ihn überhaupt trainen wollen, einen Abnehmer. Man darf ja nicht vergessen, dass es auch ein ehemaliger Franchise-Player von den Minnesota Timberwolves, ein ehemaliger Superstar, der kranke Zahlen aufgelegt hat und sicherlich ein positiver Spieler für den Lockerroom ist. Also da muss man mal gucken, was passiert. Ihr seht es auch hier, Lloyd Pierce war bei Trae Young und anderen Spielern unbeliebt. Niederlagen machen generell unbeliebt, aber ich habe eh dann noch ein bisschen drüber gelesen. Es war wohl so, dass die Hawks schon letztes Jahr überlegt haben, Pierce abzugeben. Aber als dann die ganze Black Lives Matter-Bewegung angefangen hat, war von den Coaches Lloyd Pierce ein großer Bestandteil dieser Bewegung in der NBA. Und da hat Atlanta anscheinend entweder sich nicht getraut, in dieser Phase ihn zu feuern, weil wie sieht es auch nach außen aus? Das kann ich verstehen. Oder, das habe ich auch gelesen, das wahrscheinlicher ist, sie haben gesagt, nee, die Black Lives Matter Bewegung ist wichtiger, die ganzen politischen Diskussionen, auch was Pierce da wohl angeleiert hat, ist wichtiger als jetzt ein Spiel mehr oder weniger verlieren und ihn deshalb noch behalten, aber letztendlich war er nicht mehr haltbar. Nate McMillan ist jetzt Trainer, einer meiner Lieblingstrainer. Ich mochte ihn sehr bei Portland, ich mochte ihn sehr bei Indiana. Er steht jetzt nicht unbedingt für kreative Spielweise, aber ich finde es ein cooler Coach und mal schauen, was der jetzt mit Atlanta erreichen kann. Er hat auf jeden Fall jetzt Spieler, die mehr oder weniger motiviert sein müssen, damit sie zeigen können, es waren bei der Trainerschaft. Houston Rockets, 5-mal rot. Nochmal 5-mal rot und nochmal 5-mal rot. Wir haben gerade eben die Magic gehabt mit 7 Niederlagen in Folge. Es gibt noch ein Team, das ist schlechter. Das sind die Rockets mit diesen 15 Niederlagen in Folge. Das ist schade.
Denn ich habe eigentlich gedacht, ja, Cousins, Ball, Oladipo, warum denn nicht? Vielleicht beweisen die irgendwas. Vielleicht machen die da irgendwie, hey, wir sind die Abgeschobenen, jetzt zeigen wir euch was. Aber die Realität ist, Cousins mittlerweile ausgekauft, sucht ein neues Team. Vielleicht wird es auch wieder die LA Lakers, wo er schon gewesen ist. PJ Tucker wird nicht mehr eingesetzt, weil er wird auch sehr wahrscheinlich getradet. Heißt ja auch wieder, dass die Nets hier interessiert sind und Harden und Tucker gehören irgendwie zusammen, glaube ich. Also das wird schon Sinn machen, sehr, sehr schade. Oladipo, kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich Gedanken macht, nächstes Jahr im Sommer, dieses Jahr im Sommer, wenn er Free Agent wird, dort in Houston wieder zu unterschreiben. Also der Logik nach sollten sie ihn jetzt auch noch versuchen zu traden und noch irgendwas zu bekommen. Christian Wood, der einen sehr, sehr starken Beginn in der Saison hatte, verletzt immer noch. Also für Houston spricht eigentlich nichts dafür. Da kommt so ein Team wie Boston eigentlich ganz recht. Ach, hier, Eric Gordon, den habe ich ganz vergessen, gibt es ja auch noch. Den wollen sie nicht traden, den wollen sie gerne als Bestandteil für die Zukunft haben, aber sie verzichten auch wochenlang auf ihn. Das bedeutet, wir haben in Houston derzeit kein wettbewerbsfähiges Team, ist das Wort, was ich gesucht habe. Das bedeutet, man kann hier schon mal Boston minus 10 spielen, aber wir haben Boston schon so viel abkacken sehen, deshalb einfach Finger weg von dem Spiel und nicht da überlegen, was wäre, wenn hier vielleicht eher eine unter 222 Punkte Wette abschließen oder noch, oder hier in dem Rahmen würde ich eher untersehen, weil klar, das wird jetzt hier sicherlich kein defensiver Schlag, also da keine defensive Intensität werden, aber wer soll denn die Punkte machen bei Houston? Und dann darf halt, wenn jetzt Houston vielleicht 100 schafft, Boston nicht 130 machen, sondern sagen 120, 10, 20 Punkte Abstand reichen uns. Also hier gefällt mir Boston gegen Houston unter 223 Punkte sehr gut. Weiter geht's mit den Bulls gegen die Raptors. Raptors verletzungsgebeutelt gerade. Es ist tief gestartet, dann ganz gut oben gewesen, jetzt wieder weiter unten. Und bei Chicago mehr oder weniger das gleiche Bild. Wir haben hier ein Team, oder ein Toronto-Team, was angeschlagen ist, was aber trotzdem gute Spieler hat. Deshalb mache ich es hier kurz. Ich finde Toronto plus 4 eine gute, sinnvolle Wette, oder hier plus 3,5 ist eigentlich wurscht. Damit deckt man beides eine knappe Niederlage ab, also lieber die plus 3,5 nehmen. Das passt schon. Also Chicago auf Platz 11, ungefähr gleich, aber finde ich jetzt nicht so prickelnd. Bei den Pelicans gegen Clippers haben wir auch hier klare Favoritenrollen und auch hier braucht man, glaube ich, nicht großartig drauf eingehen. Es ist gefährlich. Die Pelicans sind ja auch schon am Überlegen, was machen sie? Sollen wir jetzt schon wieder in die nächste Saison gehen? Erreichen wir in der Saison noch was? Sie sind ja natürlich im Playoff-Rennen noch drin, haben sich aber mehr erwartet. Und dann ist die Frage, ob man jetzt eher die Spieler abgibt, die vielleicht interessant für andere Teams sind. J.J. Redick spielt unterirdisch und könnte aber mit seiner Firepower sicherlich den Bucks helfen, den 76ers helfen, da war er vorher, den Nets kann jeder helfen, der einen Namen hat, den Lakers sowieso, Clippers ist auch ein interessantes Team, Dallas wäre ein spannendes Team. Ja, also ich hoffe, dass J.J. Redick, der wirklich ein guter, interessanter Spieler ist, der auch schon gutes Alter erreicht hat für den Basketball, seine vielleicht letzten ein, zwei Jahre jetzt noch bei einem Team spielt, wo er noch eine Playoff-Rolle leisten kann. Vielleicht ähnlich wie so ein Kyle Korver in den letzten Jahren. Bei den Timberwolves haben wir das schwächste Team im Westen gegen die Portland Trailblazers, die wieder eine richtig, richtig gute Saison spielen. Was ist das denn hier? Malik Beasley wird vorgeworfen, ein Paar und dessen Tochter mit einer Waffe bedroht zu haben. Habe ich jetzt nichts von mitbekommen, aber okay. Also, bei den Timberwolves ist ja mittlerweile nicht mehr Ryan Saunders, der Sohn von Flip Saunders, im
Coaching tätig, wurde entlassen, aber auch mit dem neuen Trainer gab es jetzt nicht mehr Erfolg. Das erste Spiel schauen wir uns mal ganz kurz an. Das war, eigentlich hatte ich im Kopf, dass die jetzt erst gestern oder vorgestern gespielt haben. Muss ich nochmal gucken, steht jetzt hier nicht. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, knapper Sieg der Trailblazers. Lillard wieder eine überragende Saison. Und hier denke ich auch, jetzt kann man minus 4,5 Punkte, also dass man mit 5 Punkten Vorsprung gewinnen, kann man auf Portland gehen. Ich glaube, damit macht man nichts falsch, denn Timberwolves sind ein wilder Haufen und D'Angelo Russell ist draußen und Anthony Towns spielt wieder auch tolle Statistiken, aber der kann auch ganz schnell mal kaltgestellt sein oder kalt auflaufen sozusagen und da tut sich die andere Mannschaft noch mehr. Wir haben von den Quoten jetzt nicht so richtig Value Bets dabei, deshalb habe ich mich jetzt auch nicht hinreißen lassen, viele konkrete Tipps zu sagen. Aber wir gehen nichtsdestotrotz nochmal hier in Zusammenfassung die Spieletipps durch, meine Ideen. Und trotzdem danke, dass ihr so lange eingeschaltet habt und ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Bei Oklahoma City Thunder gegen Memphis Grizzlies glauben wir auf einen Sieg der Grizzlies. Die werden das schon machen. Das Under ist relativ sexy. Bei den Warriors gegen Jazz würde ich eher auf Over gehen und den Spread auf die Warriors wählen. Plus 6, plus 7. Sicherlich nicht uninteressant. Hoffe aber und glaube auch, dass die Utah Jazz an sich gewinnen werden. Trotzdem Warriors 4-5-5 der letzten 5 Spiele verloren. Wird nicht immer so weitergehen. Spurs bei den 76ers ohne den MVP-Kandidaten Joel Embiid, der legt fast 30 Punkte auf, 29,9 Punkte, 11,5 Rebounds, über 3 Assists und dann habe ich noch im Kopf über 1 Steal und 1 Block. Also MVP-Saison, gar keine Frage, am Ende wird es trotzdem LeBron James, einfach weil er es verdient hat. Und die Spurs gönnen sich dieses Spiel, wenn DeRozan aufläuft. Heißt aber auch, da Spurs die Außenseiterquote haben, dass man hier mit einem Spread plus 3,5 das Ganze absichern kann. Dann haben wir hier die Orlando Magic gegen die Heat. Die Magic sind das zweitkälteste Team der Liga, 7 Niederlagen in Folge. Miami verletzungsbedingt angeschlagen, kann man vielleicht eine Quote in der Miami-Sieg mal mitnehmen. Bei den Atlanta Hawks, die gewinnen relativ sicher, auch mit dem Spread. Warum? Neuer Trainer, die Spieler wollen was beweisen, die sind hungrig. Ich habe aufgezählt, die haben 6, 7, 8 Top-Leute von dem Potenzial. Auch wenn Trae Young wirklich so gut ist, wie er von den Statistiken aussieht, sollten die eigentlich dieses Jahr unter den Top 4, 5, 6 Teams sein. Bei den Houston Rockets ist es relativ spannend, weil wir 15 Niederlagen in Folge. Wir haben im Prinzip so gut wie keinen fitten Spieler. Wir haben auf jeden Fall keinen Spieler, der wirklich Bock hat, von den guten Namen zumindest. Und auf der anderen Seite haben wir die Boston Celtics, die in der Saison gegen so viele Nullmannschaften oder angeschlagene Mannschaften schon abgekackt haben, teilweise 70 Punkte nur gemacht haben, 75 Punkte, 80 Punkte, dass ich eigentlich keine Lust habe, hier auf Boston zu gehen. Deshalb war da mein Lieblingstipp, geht mal auf unter 100, geht mal auf unter 220, 222, 225 Punkte, was auch immer, irgendwie sowas. Denn bei Houston, wer soll da die Punkte machen? Und Boston, hoffentlich verteidigen sie ein bisschen. Witzige Sache, hier steht jetzt, dass die Trailblazers 125 zu 121 gewonnen haben. Ich glaube, das Spiel war gestern oder vorgestern. Wenn man so leicht in die Zukunft schauen könnte, würde ich in dem Fall einfach sagen, tipp doch Portland minus 3,5. Die Wette wäre gewonnen. Bessere Quote wäre wahrscheinlich Timberwolves plus 4,5. Aber Spaß beiseite, das Ergebnis wäre witzig, wenn es genauso eintreffen würde. Aber Portland wird das Ding hier machen. Bei Bulls gegen Raptors, Sympathie bei den Raptors einfach viel, viel mehr. Dementsprechend hier vielleicht die Raptors plus Handicap und bei Pelicans gegen Clippers machen wir einfach Hände weg. Und das war's. Fast eine halbe Stunde Basketball geredet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Daumen hoch, Abo und More da lassen und wir sehen uns wieder spätestens auf Wortspedia. Nächsten Sonntag garantiertes Video. Bis dahin. Ciao.